Hey Leute, hier ist wieder Tobi von AquaOwner, dem deutschen Aquascaping-Kanal. Und für dieses Video habe ich mir mal so ein kleines nettes Ding ausgedacht und ich fände es wirklich mega, wenn da auch in den Kommentaren schön was rüberkommt. Denn ich will euch einfach heute in diesem Video mal so ein bisschen erzählen, was mich so richtig nervt, was ich so richtig hasse am Aquascaping. Das soll jetzt natürlich nicht irgendwie darin ausarten, dass ihr jetzt denkt, oh mein Gott, der Junge will kein Aquascaping mehr machen oder so. Nein, überhaupt nicht. Aber es gibt ja bei jeder Tätigkeit, bei jedem Hobby gibt es immer irgendetwas, was nach einer gewissen Zeit, wenn sich das so eingeschliffen hat, einfach so mega nervt, was einen so richtig aufregt die ganze Zeit. Und ich bin mir sicher, ihr habt da Beispiele für, wenn es um das Thema Aquascaping geht. Und deshalb will ich dir in diesem Video einfach mal zeigen, was ich so mega nervig finde am Aquascaping, was man aber natürlich trotzdem machen muss, wo man halt nicht drum rumkommt. Und ich fände es total geil, wenn ihr in den Kommentaren mal schreiben würdet, was euch bei eurer täglichen Routine beim Aquascaping oder vielleicht auch im Vorfeld, solche Geschichten wie, keine Ahnung, Steine auswählen oder so, irgendwas, was ihr mega nervig findet. Und ich bin sehr gespannt darauf, was das bei euch ist, denn ich glaube, da kommen viele witzige Sachen zusammen, wenn man da mal so durch die Kommentare durchscrollt. Also haut unten in die Kommentare, was euch so richtig nervt an eurem Aquascape oder am Aquascaping generell. Und bei mir ist das so, dass es gibt eigentlich nicht viel, was ich wirklich nervig finde, muss ich ganz ehrlich sagen. Häufig hängt das aber mit bestimmten Pflanzen zusammen. Und dann ist es, das ist dann so eine Hassliebe sozusagen. Ich habe das jetzt aktuell mit der Helanthium Tenellum Green. Die habe ich ja in dem Ancient Stone Mini M drin und die habe ich im 60P drin. Tolle Pflanze, schöner grasartiger Look, gefällt mir gut, nicht anspruchsvoll, wächst wunderbar, aber die wirft Ausläufer so weit weg, ja, man hat irgendwie gefühlt quer durchs Becken so einen Ausläufer und dann wächst auf einmal so ein Grasbüschel und man denkt, wo kommt der her? Wie ist der da hingekommen? Also ganz faszinierend, wie weit diese Pflanze Ausläufer werfen kann und das nervt so richtig, weil du hast dann irgendwo diesen Ausläufer, der fängt dann an zu wachsen und es dauert halt erstmal so ein paar, keine Ahnung, Tage, Wochen, bis du die Gräser so richtig siehst, gerade halt in den beiden Becken, wo ja als Bodendecker das die Massilea drin ist, die ist ja relativ hoch, dann dauert es so ein bisschen, bis man da die Halme sieht. So, und dann ziehst du da dran und willst das rausholen und dann kommt da so dieser Ausläufer raus und du denkst so, meine Güte, wo geht der hin? Und ziehst dann weiter und siehst irgendwie so an der anderen Ecke vom Becken, da hat dann die Pflanze so einen Ausläufer geworfen. Und das kann auf Dauer echt mega nervig sein, weil du hast überall diese Dinger hin und die gehen dann so kreuz und quer durchs Becken und dann ziehst du da dran und ziehst sie irgendwo anders irgendwie so Sachen raus. Also so schön ich diese Pflanze auch finde, aber die Art und Weise, wie Helanthium Tenellum Green Ausläufer wirft, ist ultra nervig. Also wirklich, das ist furchtbar. Andere Sache ist so ein bisschen, ja, auch so eine Art Hassliebe generell mit Moosen. Also ich meine, ich gebe mir schon wirklich Mühe, Moose halt vernünftig zu schneiden und vernünftig zu trimmen, dass da eben nichts von rumfliegt. Und ich habe ja auch extra mal ein Video darüber gemacht, falls du das noch nicht gesehen hast, schau mal oben rechts in der Ecke, da blende ich dir das jetzt nochmal ein, wie man also Moose richtig schneiden kann, ohne dass da halt überall Sachen im Becken rumtreiben. Aber wenn man das einmal verpasst, ja, wenn einmal irgendwo so ein Fitzelchen Moos rumgetrieben ist, dann kriegt ihr das nicht mehr raus. Das ist so furchtbar. Ja, dann hat man irgendwo das Moos liegen und so nach einem Monat oder so fängt es auf einmal hinten links in der Ecke, fängt so an Moos zu wachsen. Ich so, was soll das da? Und dann ziehst du es raus und dann denkst du natürlich, okay, jetzt ist es weg. Und zwei Monate später fängt es an einer anderen Ecke an, weil so winzige Sporen kriegt man halt echt nicht alle raus, wenn man nicht von vornherein super, super gründlich dabei ist, das immer abzusaugen. Und das kann einem echt den Nerv rauben. Ich hatte das einmal auch tatsächlich mit Rickia fluitans, wo ich die mal benutzt habe. Furchtbar. Ich habe das auch so ein bisschen mit der Eleocaris SP Mini. Ich habe die ja jetzt in dem neuen Becken wieder drin, in dem 28 Liter ENAC Becken. Und halt diesen Grasen sozusagen zu schneiden, diese winzigen dünnen Grashalme, die dabei auftreiben, das ist so nervig, die komplett aus dem Becken rauszuholen. Selbst wenn man es mit einem Skimmer macht, selbst wenn man es mit einem Kescher macht. Aber dadurch, dass die so fein sind, bleiben die halt auch an der Scheibe von innen sozusagen kleben an der Wasseroberfläche. Und die werden dann auch nicht mehr von einem Skimmer angesaugt. Und dann sitzt du da mit der Pinzette und zupfst so einzelne Grashalme aus dem Becken raus. Das ist absurd, was das eigentlich für einen Aufwand macht, nur um diese blöden Halme da wieder rauszukriegen. So, was ist noch nervig? So generell Maintenance finde ich alles okay. Also Düngung okay, Wasserwechsel völlig okay, weil man hat das Gefühl, es passiert was. Man hat das Gefühl, man macht auch wirklich was, was dem Becken gut tut. Was ich allerdings tatsächlich nervig finde,
Einerseits ist das so ein bisschen der Kalkrand, den man natürlich oben immer hat. Da habe ich auch schon ganz viele Fragen zu bekommen. Da wird es auch nochmal ein extra Video zu geben, wie ich so mit dem Thema Kalkrand umgehe. Aber den jedes Mal wegzuschrubben und so, das ist schon auch nervig, weil das ist so ein Ding, der passiert halt, also der erfüllt ja keinen Zweck. Also das ist so etwas, eine Ablagerung, die halt einfach nur scheiße aussieht und nichts weiter. Und das ist natürlich schon sehr nervig, dass das mal passiert. Was ich aber tatsächlich noch nervig finde, das ist auch übrigens der Grund, warum ich so sehr auf flache Becken stehe. Ich hasse es, wenn mir bei der Pflege die ganze Zeit die Hand im Becken ist, die ganze Zeit die Hand nass ist und ich halt überall nasse Hände habe. Weil dann nimmst du die Hand raus, willst irgendwie schnell was machen, musst schnell ans Handy, das Telefon klingelt, die Klingel geht, ja, musst irgendwas machen, hast dann aber die ganze Zeit nasse Hände, musst erst abtrocknen, hast das Handtuch da irgendwo rumliegen, nimmst dir das Handtuch, musst erst irgendwie rumtrocknen, dann gehst du wieder rein, hast wieder nasse Hände und so weiter. Also dieses nasse Finger zu haben die ganze Zeit, finde ich furchtbar nervig. Jetzt kann man natürlich sagen, ja gut, dann ist vielleicht Aquaristik nicht das Richtige für dich. Sei es drum. Ne? Also ich finde es halt nervig. Das ist der Grund, warum ich viel mit langen Pinzetten arbeite und zum Beispiel meinen Rückschnitt auch immer nur bei einem Wasserwechsel mache, wenn das Wasser eh schon weiter unten ist. Oder aber, warum ich gerne flache Becken habe oder haben möchte, so in Zukunft dann auch noch. Weil da passiert das einfach nicht. Da kann ich im laufenden Betrieb schön mit einer Pinzette und einer langen Schere alles gründlich machen, nehme mir die Sachen von der Wasseroberfläche runter und ich habe die ganze Zeit trockene Finger. Also mir geht es hauptsächlich dabei wirklich um den Aspekt, dass wenn ich da arbeite und ich die ganze Zeit nasse Hände habe, am besten auch noch beide Hände nass, weil du musst irgendwas unten halten oder mit zwei Sachen, Pinzette und Schere und so, ne? Und dann geht das Handy. Oder dann muss man schnell was machen oder dann muss ich schnell nochmal die Kamera einstellen, wenn ich das Ganze auch noch filme. Und du hast die ganze Zeit einfach nasse Hände und bist nur dabei, Tools weglegen, Hände abtrocknen, umstellen. Tools wieder nehmen, wieder rein, Hände sind wieder nass. Danach kannst du wieder nicht schnell genug umstellen, musst wieder erst die Hände trocken machen. Ich finde das super nervig. Ja, also es kann durchaus sein, dass ihr jetzt dieses Video auch so ein bisschen als Anstellerei wahrnehmt. Das ist es wahrscheinlich zum Großteil auch. Aber ich fand es einfach witzig, weil ich glaube, so diese kleinen Nerveinheiten, die haben wir alle irgendwo beim Aquascaping. Und wie gesagt, ich finde es mega schön, mega lustig, mal von euch zu hören, was ist so euer Nervfaktor beim Aquascaping? Was findet ihr so richtig, richtig nervig? Natürlich machen wir das alles, weil natürlich wollen wir halt auch schöne Becken da haben. Und dann gehört das einfach dazu. Das ist halt eine Sache, die gehört dazu. Da muss man dann einfach durch. Aber wie gesagt, ich glaube, viele von euch haben da so ein Nervding. Schreibt es mir unten in die Kommentare. Ich freue mich sehr darauf, das zu lesen. Und ich glaube, da werden viele lustige Sachen bei rumkommen. So ein kleines Rant-Video sozusagen in Anführungszeichen, aber eben auch nicht so richtig ernst gemeint. Einfach so ein paar Kleinigkeiten. Erzählt mir ein paar Anekdoten. Ich freue mich darauf. Das waren jetzt sozusagen meine Anekdoten. Also wie gesagt, bei mir hängt das häufig an Pflanzen. Es gibt da einfach viele nervige Pflanzen in der Pflege. Und dann generell irgendwie nasse Finger zu haben die ganze Zeit, das ist schon auch nervig. Alles andere finde ich aber tatsächlich völlig okay oder macht mir auch Spaß. Wie sieht es bei euch aus? Was sind eure größten Aufreger in der Aquaristik, im Aquascaping? Was nervt euch so am meisten? Wir sehen uns jetzt beim nächsten Video wieder. Falls euch das Video gefallen hat, wie immer, lasst ihm einen Daumen nach oben da und abonniert am besten diesen Kanal, denn dann verpasst ihr keine weiteren Videos mehr. Ihr seht jetzt hier auch schon wieder zwei weitere Videos, die euch vielleicht interessieren können. Schaut auf jeden Fall mal rein und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, haut rein, Leute. Ciao, ciao.